Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Agrarservice der Familie Chaos. Zusammen mit meiner wundervollen Frau. Hallo. Ich sag jetzt mal nicht auf Abwägen, aber erklär mal, wo wir hier sind, weil du warst in Kontakt. Jawohl, wir sind ja jetzt auf dem Rückweg Richtung Heimat. Und habe noch einen Anruf bekommen aus der Verwandtschaft. Urväterlicherseits. Und die haben hier, wir können es ja mal zeigen, einen ganz, ganz alten Hof. Und hier sogar schon ein Verkaufsschild. Also den wird es nicht mehr lange geben. Man sieht, der ist schon ziemlich, ja, heruntergearbeitet. Und da sind aber noch zwei, drei Felder, die werden bewirtschaftet. Teils von denen selber, teils aber auch von der Nachbarschaft. Und da wurden wir jetzt um Hilfe gebeten. Genau. Brennst du hin? Ich habe den Leuten gezeigt, dass der Hof zu kaufen ist. Also ihr könnt ihn kaufen. Ihr müsst nur diese Vogelscheuche entfernen, dann könnt ihr ihn kaufen. Ja, ihr könnt tatsächlich hierher kommen. Könnt ihr in Grandparents Farm. Da müsst ihr hin. Ich kann ja die Karte mal zeigen. Man muss dazu sagen, die Karte ist schön. Allerdings bis auf den Hof hat der Modder irgendwie den Rest vergessen. Also ja. Da steht kein Baum mehr und das ist alles sehr... Man kann aber wirklich aus dieser Karte noch eine Menge machen, wenn man Spaß hat. Am Modden, am Gestalten kann man hier noch wirklich was rein machen. Definitiv. Also wir haben, wie gesagt, hier hinten, man sieht, das Wohnhaus ist auch nicht mehr, aber der Hund ist noch da, guck mal. Er hat einen coolen Pickup. Ja, das stimmt, das ist noch der alte... Bello? Pickup vom Opa, Hühner haben sie. Ne. Die haben tatsächlich noch Hühner. Da oh, ein Klo. Hier. Oh Gott. Ja, da ist noch nicht so mit viel Schwung. Willst du mich kurz entschuldigen? So, musst du mal. Sollen wir mal durchs Löchle spiegeln? Hallo. Boah, jetzt stinkt's. Oh. Oh. Ja, man, das Silo ist noch relativ modern hier. Und dann halt die Maschinen sind wirklich ein bisschen älter, wie man sieht. Ja, vor allen Dingen hat er hortet halt auch alte Maschinen. Ja, das stimmt. Wir haben jetzt hier ein bisschen einen besseren Anhänger bekommen vom Nachbar. Der Traktor ist vom Opa. Der Drescher ist vom Opa. Aber wir haben hier auch doch noch hier, guck mal, ein kleines Schätzchen habe ich entdeckt. Ja. Den muss er sich doch noch vor ein paar Jahren zugelegt haben. Und ansonsten Pferde hat er noch. Ich denke, die werden dann auch verkauft. Aber er hat gar nicht gesagt, dass er so einen Schlepper hat. Nee, ich denke, das wird er auch nicht. Der hat, glaube ich, auch Angst, dass ihm der Hof unterm Hintern weggepfändet wird. Der will das nicht aufgeben. Ah. Weißt du, das ist halt sein Familiensitz. Und wenn du halt alt wirst und weißt, okay, bald ist halt alles weg, das ist echt heftig. Die Pferde hat er noch. Ist auch sein Heiligtum. Das sind aber schon Nachbarn, ein paar Interessenten da. Okay. Genau. Denke ich, nicht schlecht hier. Nee, sehr schön, muss ich auch sagen. Gut, wir haben hier... zwei Felder zum Dreschen und eins müssten wir eventuell, wenn die Zeit noch reicht, ansehen. Okay. Das heißt, ich schnapp mir mal seinen Messel Ferguson 25. Genau, und ich, boah, der ist echt, gut, wenn man natürlich die neuen Drescher gewohnt, boah, ist das hier natürlich ein Abenteuer. Ja, aber du machst das sehr gut. Ich liebe diese alten Drescher. Jetzt muss ich manchmal selber orientieren, wo müssen wir denn hin? Ich glaube, komme ich da runter? Ich weiß, ich bin hinter dir. Doch, ich glaube schon, dass wir hier durchkommen. Wir müssen auf jeden Fall diese Richtung. Wo hat hier Opa den Weg hingebaut? Ich folge dir unauffällig. Fahren wir mal hier durch. Ja, dann noch eine alte Scheune hin. Oh. Stehen überall diese alten. Ja, guck mal, hier hat er doch noch zwei neuere Gerätschaften. Und ach, hier, sieh mal an. Ja, wir gehen jetzt mal hier auf die 21. Ich glaube, das war das Feld, was wir noch dreschen müssen. Das daneben ist, glaube ich, zum Ansehen hier. Genau. Gut. Wieder. Ach, ist das herrlich. Da werde ich ja gleich nostalgisch. Ja, ne? Ach, ist das schön. Ich liebe ja. Wir hatten ja, war das auf der Felsbrunn, wo wir angefangen hatten, hatten wir auch so einen roten.
Ja, das stimmt. Das müsste der gewesen sein, ja. Gell? Ich hab den immer so toll gefunden, wenn du in der Innenansicht fährst. Du sitzt hier so frei. Du kannst das Stroh richtig riechen. Das stimmt. Aber das hatten wir doch auch auf der komischen Lerpacho-Dings, oder nicht? Haben wir da nicht auch den gehabt? Ey! Wo war jeder? Ich glaube, ja, ich weiß gar nicht. Lerpacho. Lerpacho. Lerpacho Estancio. Lerpacho. Pacho. Lerpacho, La Stanza. Ja, so ungefähr. Komm, aber kommt kaum was rum, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Ich weiß, die Erträge sind sehr gering. Es geht, glaube ich, ja auch mehr um das Stroh, was er dann halt für die Pferde nimmt. Das Weizen müssen wir bei den Hühnern ein bisschen reinhauen. Okay. Und so ein bisschen Selbstversorger. Viel verkaufen kann man hier nicht mehr. Ich glaube, wenn der Hof verkauft wird, dann bleibt da auch nicht viel übrig. Okay. Schade eigentlich, es ist ein schöner Hof. Absolut, wie gesagt, also wenn jemand Interesse hat, den Hof übernehmen will, er kann es gerne tun. Man kann was draus machen. Guck mal, da hinten ist das Meer. Der Blick ist genial. Ist wunderschön hier. So, ich glaube, das Stroh, das sammeln wir nachher auf. Ach so, warte, dann fahre ich, stimmt, ich kann ja hier nicht runter. Oder kommst du runter, dann fahre ich eine Bahn? Ja. Willst du mal dreschen? Nur, ich wollte gerade gucken, ob ich mitfahren kann. Nee, ich komme mit dem Trecker runter. Ich will auch mal den alten Trecker fahren. Ah, das ist auch so ein offener. Ich liebe das. Ja, aber seine Maschinen sind sehr kaputt, ne, wenn man das so mitbekommt. Ja, die sind... Also, die sind am Ende. Die sind am Ende. Gut, ist er auch, soweit ich mitgekriegt habe. Wenn er nicht mehr arbeiten kann, ist er auch mehr oder weniger abgestürzt. Ja, die Geschichte. Ja. Also nicht mehr so lange im Geschäfte. Nein. Also ich meine, ist ja klar, wenn er verkauft. Aber eigentlich will er ja nicht verkaufen. Er will ja verkaufen, aber nicht verkaufen. Ja, will er es behalten, aber es geht ja nicht, wenn du irgendwann über 90 bist. Ja. Aber ich denke, das ist schon hart, wenn du halt alles aufgeben musst. Aber ich glaube, die hier im Ort, die schauen, dass sie das gut unterbringen und dass es auch jemand bekommt, der es mit Ehren weiterführt. Meinst du? Ja. Ich habe schon kurz gedacht, ob wir das machen. Wir haben anderes zu tun. Ach so, schade. Zeit. Schade, ich hätte es jetzt übernommen. Echt? Mir gefällt es hier. Müsste noch ein paar Bäumchen pflanzen, so 1000 Bäume für die für einen guten Zweck. Bestimmt. So ein bisschen Deko und Bäume. Könnte man versteigern, 1 Euro pro Baum. Hast du die alte Tankstelle oben am Eck gesehen? Ja. Die ist cool. Schöne kleine. Ja. Aber da konnte man, glaube ich, sogar noch tanken, ne? Da kannst du tanken. Die sah jetzt nicht aus, als wäre sie geschlossen. Nein, nein. Oder nur Deko. Das ist offen, man kann da tanken. Das ist halt das Schöne, wenn du mal so übers Hinterland fährst, ne? Mal nicht, nicht nur die Hauptstraßen lang, sondern auch mal den abseits der Pfade, wie man so schön sagt. Ja, wir sind jetzt hier auch nicht so lang zu Hause, wenn wir zurückkommen. Ja. Dann haben wir hier auch, wir müssen wieder in altbekanntes Gebiet, wo wir schon mal waren. Wo geht's hin? Wir müssen wieder nach Walchen. Oh, da waren wir. Da war der Großauftrag. Ja, das war mit diesem wahnsinnig hügeligen Gebirge, ne? Mhm, genau. Ich bin schon ganz begeistert. Genau. Was müssen wir da machen? Was steht an? Ich muss doch mal schauen. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ich muss mal schauen, was ansteht, ob wir das jetzt machen. Wir haben noch 2 Aufträge, zum Beispiel auch auf der Hinterkaifeck. Da können wir den Bauer, den Addictive, besuchen. Kennst du den? Ja, ich habe von ihm gehört. Ja, da können wir auch mal den besuchen. Meinst du, dass wir da vorbei sollten? Der hat doch bestimmt Stress. Mensch.
Ja, ich habe mal was verlauten hören, ja. Vielleicht können wir ihm helfen. Vielleicht gibt er uns ja mal einen Auftrag. Ah. Das wäre allerdings... Es wäre eine Möglichkeit, ja. Müssen wir ihn mal anrufen. Muss mal mit ihm telefonieren. Ja, genau. Der Drescher ist schon ziemlich klein. Ich finde den total schön. Das auf jeden Fall. Das offene, alte, ich finde das so schön. Früher, wenn sie dann auf dem Wagen das Stroh mit den rechen Gabeln draufgeschmissen haben, oder solche Strohhaufen aufs Feld gesetzt haben zum Trocknen, ich finde das so toll. Ja, das stimmt. Heutzutage siehst du das ja immer nur, wenn es irgendwie heißt Nostalgie, Dreschen oder sowas. Ja. Gut, also wir haben, wie gesagt, wenn wir noch dazu kommen, weil ansonsten, wenn wir sagen, wir müssen unbedingt zurück, das dauert zu lang, dann machen die Nachbarn hier auch weiter. Das Feld neben uns, das soll nochmal Weizen drauf, und rechts vor uns das Feld, da ist, muss ich nochmal gucken, was drauf ist, aber auch zum Dreschen. Ich glaube, das ist eine Wiese, ne? Nee, das ist ein Feld. Die 13. Okay. Die 30 ist eine Wiese, aber die 13 ist das Feld. Okay. Ah, das können wir eigentlich noch machen. Noch haben wir ja ein bisschen Zeit, haben wir ja noch. Wir müssen ja eigentlich nur nach Haus vorbei wegen den neuen Maschinen, aber da können wir noch einen Moment warten. Ist ja jetzt nicht so dringend. Ja, mir gefällt's hier. Ich könnte hier noch einen Auftrag drauf machen. Ist ja nicht direkt ein Auftrag, wir kriegen ja nichts dafür. Ist echt nur eine Familienunterstützung. Ja, stimmt. Ja, das Problem ist halt, weißt du, ich hänge so in den Aufträgen drin, deswegen immer Auftrag. Alles ist Auftrag. Okay. Mit zu Hause arbeiten ist Auftrag. Ja, wir können gerne hier das Nachbarfeld noch machen, da vorne das Feld. Die Wiese sieht jetzt ja nicht so aus, als müsste sie bearbeitet werden. Nee. Wiese müssen wir nicht machen. Das machen die selber. Aber ich fahre jetzt einmal mit dir hoch. Und ich glaube, dann hole ich mal sein Schmuckstück raus. Ja. Den MB-Truck mit dem alten Ladewagen, den wir hier stehen haben. Oh, willst du Stroh holen? Ja, ich fange nebenbei schon mal ein bisschen an, das Stroh zu sammeln und schmeiß das, wir haben hier so ein altes Lager. Ja. Stehen. Da schmeiße ich es ihm dann rein. Oh, das ist eine gute Idee. Okay. Da habe ich ja schon ein bisschen Vorsprung. Genau, kannst du ein paar Bahnen fahren. Du kannst mir den Anhänger eigentlich stehen lassen. Kannst du den. Du könntest ja theoretisch auch diesen kleinen Schlepper nehmen, den du hast. Ja, soll ich dir den Anhänger oben hinstellen gleich? Ja, oben oder unten, ist vollkommen egal. Okay, dann. Also wenn du willst, du musst. Oder du nimmst das Schmuckstück. Nee, ich würde eigentlich fast lieber den hier fahren. Ich mag den. Ja, dann mach das. Dann lass den gleich oben stehen. Ja. Und dann fahre ich immer rauf, runter. Kann dann irgendwann mal ausleeren, wenn er voll ist. Ja gut, hier sind 32% drin. Ah, da geht ja noch einiges. Das Feld kriegst du hier noch rein. Das Schöne ist, der Anhänger hat fast so einen großen Reifen, wie der Trecker hinten hat. Ja. Lalala, lalala. Hauptsache der Feuerlöscher neben dir, ne? Der ist auch wichtig, das ist ja Brandschutzvorschriften. Ja, ich meine, hier liegt ja auch Stroh im Fußraum und hinten liegt auch Stroh drauf. Ja, klar. Also wenn das mal brennt. Wenn der Motor heiß läuft, dann hast du deine Freude auf dem, du. Oh ja. Und ich möchte nicht unbedingt drauf sein, wenn der hier abbrennt. Nein. Wobei der Vorteil ist keine Kabine, man kann auch einfach vorwärts rausspringen. Über Schneidwerk vorne rüber. Ja, das stimmt. So ein paar neuere Geräte hat er hier schon stehen. Ja, so ein bisschen so was hat er, ne? Mähwerk, bisschen aufgerüstet. Steht hier, ja, ein Flug oder was das ist.
Ja, das, du meinst diesen, den Grubber. Oder Grubber. Glaube ich, ne? Der Flug steht, glaube ich, da, wo der Drescher stand, meine ich. Genau. So, hier ist der Uraltladewagen. Gucken, ob wir den hier rankriegen. Pöttinger Pionier. Gut. Das gute alte Stück. Ja. Ich kann mich noch erinnern, als wir mal als Kind hier waren. Mhm. Dann sind wir immer mit dem Ding, also mit dem Schlepper, was du da hast, quasi dem alten MF. Und dann schön mit diesem alten Ladewagen immer unterwegs gewesen, Gras holen. Mhm. Beziehungsweise Heu dann später, ne? Wir sind immer hinten drin gesessen. Oh ja. Immer hinten drauf und dann mitgefahren. Und dann immer Opa so lange genervt, bis der Ladewagen verstopft ist. Und dann voll gequatscht, dass er nicht aufgepasst hat. Vorhin, der klappt so schön zur Seite aus. Das stimmt. So, jetzt muss ich erstmal schauen, wie das jetzt hier funktioniert. Ah ja. Hui. Jetzt muss ich ja so leicht versetzt fahren. Sammelt er auf? Ja. Alles staubt. Schaut sehr gut aus. Das schaut echt gut aus. Kommt mir noch bekannt vor vom Sound her. Ja. So. Und die nächste Bahn. Bahn um Bahn. Ah, ich hab das halbe Feld, haben wir schon fertig hier. Ja, ich bin auch hier flott unterwegs, du. Ja, nicht so flott, ne? Ich bin ja zu schnell, denk dran. Das passt schon. Das passt schon, sagt sie. Ja. Das Schöne ist, dass es halt wirklich kleine Felder sind. Also du kannst hier mit ganz kleinen Traktoren gut arbeiten. Also Opa hat ja nie größere gehabt, sieht man ja. Ja. Das ist halt echt schön. Das ist ein Nostalgieprojekt hier. Also wer wirklich auf ganz kleine alte Maschinen steht, einen alten Hof will, der ist hier richtig. Ja. Der kann sich hier ausproben. Vor allem kannst du, glaube ich, auch den Hof komplett selber bauen, ne? Also was du gerne hättest. Ja, zum Teil. Ja. Hast du den Anhänger in den Weg gestellt? Irgendwie habe ich mich gerade selber blockiert, ja. Weißt du, wie oft ich das schon hab? Stell irgendwo mal einen Anhänger ab und denk, das passt schon. Und kurz zwei später denke ich mir, nee, passt nicht. Hallo. Hallo. Lala. Ach, ich find's schön. Es ist sehr entspannt, ja. Oh, da hinten kommt ein Schiff. Ja. Wir haben einen richtig großen Hafen hier. Ah. Ja, es wird halt auch alles modern. Das sind ja doch auch neuere Höfe und so, ne? Ja. Da sind wir hier doch ein bisschen altmodisch. Altmodisch, klein. Ja. Aber auch kleine Höfe müssen sein. Absolut. So, liebe Lüt, das soll es aber für die heutige Folge schon wieder gewesen sein. Wir beide sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns beiden ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünschen wir beide euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sagen, bis zum nächsten Mal.